Om Namah Shivaya. Seventh International Day of Yoga. Der siebte internationale Tag des Yoga. Ein großer Grund zu feiern, innerlich zu feiern und sich zu freuen, dass die Yogis auf der ganzen Welt sich miteinander verbinden. Seit 2015 ist Yoga Vidya Partner der indischen Botschaft bei den Feiern und Zelebrieren, Durchführen dieses internationalen Tag des Yoga. Yoga heißt Einheit, Yoga heißt Vereinigung. Und so bin ich Indien sehr dankbar, dass Indien 2015 diesen International Day of Yoga initiiert hat und bis heute weiter durchführt. Und wenn wahrscheinlich hunderte von Millionen Menschen heute sich gemeinsam verbunden fühlen, auf der ganzen Welt gemeinsam Yoga praktizieren, gemeinsam Friedensenergie in die ganze Welt schicken, dann hat das eine große Wirkung. Und so hoffen wir bei Yoga Vidya, dass diese Schwingung des Friedens, eine Schwingung des Mitgefühls, sich überall weiter ausbreitet. Yoga ist für mich Wesentlichkeit. Yoga fühlt sich an wie nach Hause kommen. Das erste Mal, als ich wirklich in Berührung gekommen bin mit yogischer Weltanschauung, mit vedischer Weltanschauung, hat sich das einfach ganz natürlich angefühlt, als würde ich endlich nach Hause kommen, als hätte jemand das, was in mir vorgeht, irgendwie in Worte gepackt und mir dargebracht. Und das hat mich ganz besonders berührt, weshalb es mich nicht mehr losgelassen hat und mich ganz liebevoll eingeladen hat, weiter einzutauchen in diese Welt. Und ganz besonders nochmal vertieft hat sich meine Ausrichtung, als ich zum ersten Mal wirklich tiefe Berührung mit dem Maha-Mantra hatte, welches eine so enorme, liebevolle Kraft in sich trägt. Und seitdem ich das erste Mal ganz bewusst auch gehört und wahrgenommen habe und berührt wurde, hat es mich seitdem auch nicht mehr losgelassen. Somit ist für mich vor allem der Bhakti-Aspekt des Yogas ganz besonders präsent und prägt auch ganz speziell meine Ausrichtung und auch meine Praxis. Der Pfad des Bhakti-Yogas fühlt sich unglaublich wesentlich und natürlich an und ja, wie das Allernatürlichste, was man machen könnte, sich völlig hinzugeben dem Fluss und dem, was sich zeigt und dem, wofür man hier ist. Ich praktiziere circa seit 3,5 Jahren Yoga. Ich bin über einen Freund zum Yoga gekommen und es hilft mir einfach, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Vielleicht kennst du das auch. Ich habe oft so einen unruhigen Geist, so der Monkey Brain. Und Yoga hat mir mal einfach geholfen, die Zufriedenheit wahrzunehmen und die Stille in mir hörbar zu machen, greifbar zu machen, damit zu einem Seelenheil zu kommen, das ich davor noch nicht hatte. Ich praktiziere Yoga so, dass ich versuche, den Atem und die Bewegungen in Einklang zu bringen. Am Anfang oft dynamisch, dass ich gefordert werde, dass ich auch ins Schwitzen komme. Und dann später, wenn dieses Monkey Brain immer leiser wird, weil mein Körper sich bewegen muss, ich mich auf die Konzentration, auf den Körper konzentriere und dann mein Gehirn immer leiser wird, so werden meine Bewegungen auch immer kleiner. Und ich komme in diese Asanas, in diese stillen Körperstellungen, wo ich dann dort verharre und einfach wahrnehme, was in mir hochkommt. Und auch hier wieder mit dem Ausatmen arbeite, loslasse, mich ganz dem hingebe, was gerade da ist. Und so komme ich immer subtiler vom grobstofflichen Körper, also vom Körper, den man angreifen kann, immer tiefer rein in den Kern, in mir, in das Feinstoffliche, bis ich den Körper gar nicht mehr als diesen so wahrnehme, sondern ganz in mir bin. Am Ende der Praxis noch feinstofflicher, praktiziere ich Atemübungen, Pranayama, klassischerweise die Wechselatmung,
oder eben noch dieses Yin-Yang-Ausgleich, Sonne-Mond-Ausgleich nochmal zu harmonisieren. Und irgendwann bin ich so feinstofflich unterwegs, feinfühlig, dass ich ganz automatisch das Bedürfnis nach der Meditation habe. Und so kann ich auch am besten meditieren. Davor eine Praxis, die mich fordert, körperlich, immer feinstofflicher werden, bis ich dann nur noch das Bedürfnis habe, da zu sein, zu beobachten, in der Stille aufzugehen, der Liebe aufzugehen in mir selbst und dementsprechend auch die Liebe der Welt und der Mitmenschen, des Universums zu spüren und eins zu werden. Viele Einflüsse sind in mein Leben gekommen, sodass ich das Leben, wie ich es bis dahin geführt hatte, nicht mehr führen konnte, auch nicht mehr führen wollte. Ging sehr viel mit Selbsterkenntnis einher. Und zwar, dass es darum geht, sein wahres geistiges Potenzial zu entfalten, unabhängig davon, welcher körperlicher Verfassung man ist. Seine Hingabe an die Menschen und das Göttliche in jedem Menschen zu kultivieren, um dem Ganzen, was vorher so sehr frei da war, eine bessere Form zu geben, Stabilität zu geben, eine gewisse Klarheit auch in mir selbst und über meinen Weg und das, was ich vom Leben möchte, zu finden und auch zu manifestieren. Ich freue mich heute, euch etwas von meiner persönlichen Praxis vorzustellen. Eine Sukshma Vyayam dient dazu, den Körper auf sanfte Art und Weise zu mobilisieren, für das höhere Yoga vorzubereiten, gleichzeitig die Willensstärke zu stärken, die Kontrolle des Geistes, des vegetativen Nervensystems zu stärken, den Körper unter die Kontrolle des Geistes zu bringen und durch die hautnah erlebte Praxis, den Yoga auf diesem Weg von innen heraus zu verstehen. Gleichzeitig auch Gelenke zu mobilisieren, ganz einfache Übungen, die von jung bis alt jeder machen kann, egal mit welcher körperlichen Einschränkung. Sehr schöne Übungen, um sich besser selbst zu verstehen, den Yoga im Laufe der Praxis besser zu verstehen. Die Übungen dienen dazu, den Körper vermehrt mit Sauerstoff anzureichern, durch viele kleine Übungen, Mobilisationsübungen der Gelenke, Atemtechniken, gekoppelt mit diesen Bewegungen, die dafür sorgen, dass das Gehirn zusätzlich mit Sauerstoff versorgt wird, angereichert wird mit Blut, sind Techniken, die einen auf sehr einfache Art und Weise direkt ins Hier und Jetzt holen, direkt in die Präsenz. Ich kann einfach nur sagen, Yoga ist ein ganz wunderbarer Weg, ein sehr spannender Weg. Es passieren ständig irgendwelche Dinge, von denen du nicht geträumt hättest, nicht geahnt hättest, dass sie irgendwie passieren können. Sie passieren einfach. Und es gibt viele wunderbare Techniken, Asanas, Meditation, Pranayama. Also jeder kann so quasi das finden, was ihm gefällt, was ihm gut tut. Am besten ist natürlich immer von allem etwas zu machen auch, zumindest in der ersten Zeit, und dann später kann man sich fokussieren. Dann liegt der Schwerpunkt vielleicht eher auf Meditation oder auf Pranayama oder auf Asanas oder 108 Sonnengrüße ist zum Beispiel eine meiner Lieblingsbewegungsmöglichkeiten. Du kannst Yoga überall praktizieren. Du brauchst nicht viel Platz, du brauchst nur deine Matte, du brauchst deinen Körper und schon kannst du was für dich tun halt. Und eine meiner großen Leidenschaften ist auch das Rezitieren, Rezitation, Sanskrit. Das ist ganz toll, weil ich kann das hier nicht übersetzen. Also ich verstehe gar nicht wörtlich, was ich da singe oder rezitiere. Und trotzdem tut es einfach gut. Und das, ich habe das Gefühl, es macht mich immer leichter und immer leichter und macht mich einfach glücklich. So, das ist das Geheimnis der Rezitation in einer fremden Sprache, die man gar nicht versteht. Und ich weiß natürlich, dass ich da nichts irgendwie Schlimmes singe oder so. Also ich möchte schon wissen, ob ich da böse Parolen in die Welt schicke mit dem, was ich singe. Bei Sanskrit-Texten kann ich mir sicher sein, die sind irgendwie göttlich. Da werde ich niemals irgendwas Schlimmes in die Welt senden. So. Und deswegen kann ich das ohne zu zögern einfach singen und rezitieren. Aber auch das muss man lernen und üben. Und das ist wieder eine wunderbare Technik, um den Geist zu konzentrieren, um zu lernen, sich zu fokussieren, um ganz konzentriert zu sein. Das lernst du durch Sanskrit-Rezitation. Das ist quasi Yoga für die Zunge. Das heißt, du musst die Zunge dabei auch bewegen, hin und her bewegen, wenn du richtig rezitieren willst. Das ist schon wirklich eine starke Konzentrationsaufgabe. Ja, das sind so die tollen Sachen für mich, die es so auf dem Yoga-Weg gibt.
Und nebenbei hat man auch immer noch, es kommt ganz von selbst, dass man einfach immer mehr sich selbst erkennt, sich selber auf die Schliche kommt, immer mehr versteht, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich und warum bin ich so, wie ich bin? Und welchen Sinn hat das, dass ich so bin, wie ich bin? Es muss ja irgendeinen Sinn haben. Man fragt sich oft, was mache ich hier eigentlich? Oder warum bin ich hier eigentlich? Was soll das Ganze? Und über den Yoga-Weg bin ich zumindest immer mehr dahin gekommen, dass ich weiß, okay, deswegen bin ich hier und das ist der Sinn für mein Hiersein und für mein So-Sein, wie ich bin. Weil ich bin vielleicht nicht immer so ganz normal wie andere Menschen oder so. Ich falle manchmal ein bisschen aus dem Rahmen. Ja, so. Ist halt so, aber ist gar nicht schlimm. Man darf auch ruhig mal aus dem Rahmen fallen und die Welt ist einfach bunt. Also genau, die Welt ist einfach bunt und das darf sie auch sein und das soll sie auch sein, weil dadurch ist sie einfach schön, dadurch, dass die Welt so bunt ist. Ja, ich glaube, das reicht für heute erstmal. Om Shanti. Ja, meine erste Yogastunde, die war im Fitnessstudio vor ungefähr 12 Jahren und da war ich noch so, ja, Sport, 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 mal gucken, was Yoga so bringt. Ja, Yoga ist doch viel mehr als nur körperliche Fitness und hat mich so auf meinen Weg gebracht, auf dem ich immer noch bin. Ja, habe halt sehr schnell gemerkt, dass sich was verändert auch und es mich einfach mehr ins Fühlen bringt, ne, aus meinem analytischen Verstand ins Herz bringt, auf meinen Weg bringt, der mir da aber auch noch nicht so bewusst war. Und das Bewusstsein ja auch mit der Zeit reift. Und das ist das Wunderschöne daran, dass das jetzt so nach einer Weile immer mehr und mehr spürbar ist. Und so über einen steinigen Weg, sage ich mal, auch mit so einem Rucksack auf dem Rücken, meinen Weg am Gehen bin und immer weitergehen, nicht stehen bleibe. Und ja, da waren auch ätherische Öle für mich eine schöne Begleitung, die mich einfach auch mehr ins Fühlen, in mein Herz gebracht haben. Und ja, jetzt habe ich verschiedene Yoga-Stile ausprobiert, bin in verschiedensten, ja, habe verschiedene Sachen gespürt und bin jetzt auch mehr im Ayurveda-Thema drin. Und da kommen nochmal ganz andere Qualitäten, die dort einen Raum haben, wie die Elemente, aus denen wir ja auch alle bestehen. Und die Bioenergien, die Doshas. Es ist schön, sich dem bewusst zu sein, so ungefähr welchem Dosha man entspricht. Und das ist wieder nochmal ein Schritt mehr Bewusstsein. Und so konnte ich auch einfach für mich mein Lebensumfeld oder auch meine Yoga-Praxis anpassen, indem ich mich auch immer wieder neu ausrichte, jede Minute, jeden Moment, jeden Tag und mir aus allem, was ich so gesammelt habe über die Jahre, mein Werkzeug greifen kann, was gerade gebraucht wird. Gerade liegt mein Fokus mehr auf dem Bhakti- und Karma-Yoga-Weg und ich versuche ein bisschen mehr in meinen Körper, in mein Herz zu kommen und stelle fest, dass mir das doch mehr liegt, als ich gedacht hätte. Wahrscheinlich war ich letztes Jahr einfach zu sehr im Kopf unterwegs. Und ja, deswegen liebe ich halt eben unsere Tradition so sehr, weil wir halt eben diesen Baukasten haben und je nachdem, in welcher Phase unseres Lebens wir uns befinden oder ich mich befinde, kann ich halt immer den Schwerpunkt anpassen. Das macht Yoga für mich so spannend, dass es halt eben nicht nur den Fokus auf eine Sache legt, sondern halt sehr ganzheitlich arbeitet und viele Dinge gleichzeitig abdeckt. So. Und entsprechend sieht auch meine Asana-Praxis aus. Also an sich, was Sport angeht, liebe ich es sehr, aktiv zu sein und Power zu haben, Energie zu haben. Aber was die Asanas angeht tatsächlich, das habe ich dann halt auch erst hier so richtig herausgefunden,
bin ich mehr meditativ unterwegs und halte die Asanas gerne lange, um halt auch in dieses Energetische und Geistige reinzukommen. Und das ist dann halt hier so die grundlegende Praxis. Lange halten, ins Meditative reinkommen. Und ab und zu variiere ich dann halt eben, um auch meinen Körper, also die physiologische Ebene, so ein bisschen mehr herauszufordern. Aber ja, Variation halte ich für sehr wichtig. Und halt hier kann man auch quasi wie mit so einem Baukasten oder Werkzeugkasten denken. Und ich meine, Yoga alleine, was die körperlichen Aspekte anbietet, hat ja so eine Vielfalt an Möglichkeiten, die ich es auch liebe, halt auszukosten. Ich bin wirklich froh, dass ich auf das Yoga gestoßen bin und vor allem das integrale Yoga nach Swami Shivananda und bin halt Shivananda und der ganzen Linie bis Sukadev sehr, sehr dankbar dafür, dass hier diese Möglichkeit geschaffen wird und dass ich hier sein darf, praktizieren darf, aber vor allem auch das, was ich hier lerne, erfahre, weitergeben darf. Und mittlerweile auch halt meine Familie damit bereichern kann. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Das ist ein wirklich wertvolles Geschenk. Ich möchte euch gerne eine meiner Lieblingssequenzen Asana-Serien vorstellen, die Pavan Mukta Asanas. Und Pavan bedeutet Wind oder auch Prana in dem Fall, Energie, Lebensenergie, Mukta lösen und Asana-Haltung. Pavan Mukta Asanas haben einfach ganz sehr, sehr gute Wirkungen, heilsame Wirkungen auf körperlicher, aber auch auf geistiger Ebene. Es gibt, wie gesagt, drei Serien. Die erste Serie sind die antirheumatischen Asanas. Die zweite Serie sind die verdauungsfördernden Asanas. Und die dritte Serie löst Blockaden, auch emotionale Blockaden im Körper auf. Ja, Blockaden kommen in den Körper, setzen sich im Körper fest über zum Beispiel, ja, ungesunde Lebensführung, Ernährung, zu wenig Bewegung, zu viel Bewegung, Fehlhaltungen, emotionale Belastungen, zu viel Stress natürlich, all das sind Faktoren, die Blockaden in dem Körper setzen. Und wenn man sich darum nicht kümmert, dann können die sich halt wirklich auch festsetzen und chronische Krankheiten bewirken. Und so sind die Pavamuktanasanas eine wunderbare Möglichkeit, den Energie wieder ins Fließen zu bringen über diese Aktivierung der Gelenke von den kleinen Gelenken, über die Kugelgelenke, Scharniergelenke, alle Gelenke werden durchbewegt. Und der große Vorteil bei den Pavamuktanasanas ist, dass das wirklich jeder machen kann. Und das Wichtige bei den Pavamuktanasanas ist nicht einfach nur diese Bewegung, sondern auch das Thema Achtsamkeit, also wirklich achtsam die Bewegungen auszuführen, die Bewegungen wie immer im Yoga mit der Atmung zu verbinden, in der Regel mit der Einatmung das Heben, mit der Ausatmung das Senken einer Bewegung und auch geistig sich auf diesen Vorgang zu konzentrieren, wirklich sich zu versuchen, auf das, was man tut, komplett zu fokussieren. So ist es auch wirklich eine geistig wirksame Übung und auch eine hervorragende Vorbereitung für Meditation. Meine Lehrerin Swami Prakashananda sagte, gerade die Pavamuktanasanas sollte man nicht vernachlässigen. Auch wenn man vielleicht schon sehr fortgeschritten praktiziert, sind sie auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, den Körper vorzubereiten, den Geist zur Ruhe zu bringen, die Gelenke zu schmieren, die Muskeln zu entspannen, den Geist zu entspannen und dann, ja, weiterzumachen, was der Tag bringt oder was man vielleicht noch an anderen Übungen machen möchte. Es war wie in einer neuen spirituellen Welt eintauchen. Ich hatte immer nach was Höherem gesucht und habe es dann letztendlich beim Yoga gefunden und dort eben wachsen, miteinander wachsen. Das finde ich schön, dass es nicht so große Unterschiede gibt. Ich persönlich habe den Bhakti-Weg gewählt, weil ich von Anfang an einfach, ich bin sehr musikalisch aufgewachsen, in einer musikalischen Familie. Das war immer schon ein sehr wichtiges
Thema Musik machen. Ich habe Klavier gespielt und dann zur Gitarre gefunden. Die Musik hat mich sehr berührt. Ich habe da ein paar, für mich würde ich sagen, Samadhi-Momente erlebt, wo ich einfach gedacht habe, boah, das ist mein Weg, den möchte ich gehen. Und seitdem lässt mich das nicht mehr los, bin ich im Singen. Und das gibt mir so viel. Ich merke, ich kann Menschen auch damit inspirieren und motivieren, auch vielleicht zu singen, aus sich rauszukommen, in die Liebe zu kommen, was letztendlich Yoga ist, und in die Freude. Und das bestärkt mich ungemein, wenn Menschen einfach durch die Musik, durch das gemeinsame Singen einfach rauskommen und ja, Yoga erleben und fühlen, spüren, sich einfach sein. Mein Name ist Sukadev Bretz, ich bin von Yoga Vidya. Wir beziehen uns auf die uralten Yoga-Lehren der Upanishaden, der Bhagavad Gita, der Hatha Yoga Pradipika. Wir beziehen uns unter anderem auf Shankaracharya und auf Swami Shivananda. Was das Ganze ja noch erweitert, ist die gesamtgesundheitliche Ernährung, also eine vegetarische, ökologische Ernährungsweise, die gesund ist, ein Wohlfühlen lässt, ethischen Gesichtspunkten entspricht und gerade auch ökologisch ist. Wir sagen auch, Gesundheit ist nicht alles. Mit Gesundheit ist eine Vorbereitung für die Weiterentwicklung. Yoga hilft auch, mehr Energie zu haben, hilft auch, die Persönlichkeit zu entwickeln. Yoga hilft auch, an seiner Psyche zu arbeiten. Yoga hilft, mehr zu sich selbst zu kommen, um dann eine Kraft zu haben, eine Ausstrahlung zu haben, mit der wir nach außen gehen können. Yoga heißt Einheit, Yoga heißt Harmonie. Und Yoga heißt, auch dazu beizutragen, nicht nur in sich Harmonie zu erfahren, sondern die Harmonie auch nach außen zu bringen. Aber auch Engagement und Entfaltung der Persönlichkeit sind nicht ausreichend. Tief im Menschen drin ist die Sehnsucht nach einer höheren göttlichen Wirklichkeit. Tief im Menschen ist die Sehnsucht gelegt, etwas Höheres zu erfahren. Im Yoga Vedanta sagen wir, der innere Funke des Menschen, der Atman, ist eins mit Brahman, der Weltenseele. Dies ist erfahrbar und danach können wir streben und daraus wollen wir leben. Bei Yoga Vidya unterrichten wir so ein großes Spektrum des Yoga. In unseren Ashrams vor allem, auch in unseren Yoga-Zentren gibt es auch Meditationskurse, wir haben Mantra-Singen, wir führen klassische indische Rituale wie Puja, Homa und Arati aus. Wir haben Kurse in den tiefen indischen Schriften wie Bhagavad Gita, Upanishaden, Werke von Shankaracharya, Hatha Yoga, Pradipika und andere klassische Yoga-Texte. Wir arbeiten zusammen mit Universitäten, sowohl in Deutschland als auch in Indien, um so auch Yoga auf eine wissenschaftliche Weise zu erforschen und weiterzugeben. Wir haben Yoga auch als Yoga-Therapie, wir verbinden es mit Ayurveda, mit psychologischer Yoga-Therapie. In diesem Sinne wünsche ich allen aus Anlass dieses International Day of Yoga, diesen internationalen Tag des Yoga, viel Freude bei Yoga-Praxis, viel Freude bei Yoga-Übung und auch beim Beschäftigen mit den verschiedenen Aspekten des Yoga in verschiedenen Vorträgen. Lasst uns alle miteinander verbinden, egal welche Yoga-Tradition. Lasst uns fühlen, dass wir eine große Bewegung sind weltweit und dass wir auch in Harmonie sein wollen mit anderen ökologischen, sozialen, spirituellen und anderen Bewegungen, die alle das Wohl der Menschheit und das Wohl des ganzen Planeten im Sinn haben. Zum Abschluss möchte ich dreimal Om sagen, das Mantra, das universelle Mantra der Verbindung und der Einheit, gefolgt von einem Mantra für das Wohlwollen der ganzen Welt, und dreimal Shanti, Frieden. Om, Om. Loka
samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren. Om Shanti, Shanti, Shanti. Frieden für Körper, Geist und Seele. Frieden mit uns selbst, Frieden mit allen Mitmenschen, Friede für die ganze Schöpfung.